Moin, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir haben die erste Saison beendet mit dem IK Brage, haben am Ende dann doch relativ souverän, muss man sagen, die Klasse gehalten, wurden am Ende sogar Neunte, haben also sogar unser Saisonziel übermäßig erreicht, was natürlich super ist. Die Tabelle müsst ihr noch kurz laden, dann könnt ihr die gleich sehen. Da ist sie. Platz 9 haben sogar eine positive Tordifferenz und man muss sagen, wir haben das schon sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir es natürlich schaffen, auch in der nächsten Saison ein bisschen konstanter zu werden, beziehungsweise die Form der Rückrunde mit in die Hinrunde direkt mitzunehmen, also beziehungsweise in der ganzen Saison einfach krass zu spielen. Natürlich müssen wir zuerst gucken, wie bei uns der Kader aussieht. Da sind wir eigentlich schon ganz gut besetzt. Ein weiterer Innenverteidiger wäre natürlich gut. Da würde ich aber gerne mal schauen, was haben wir denn hier so in der zweiten Mannschaft. Genau, wir haben ja hier zwei ganz gute. Der hat 57 von 200, der hat 64. Dann würde ich trotzdem Lindqvist auf jeden Fall in die erste Mannschaft verschieben, damit wir vier Innenverteidiger hätten. Bei dem Rest hier, Javabre hat 3,8, den wollte ich ja glaube ich auch in die erste verschieben und zumindest hier einen von denen hier abgeben. Tätig ist natürlich unantastbar, bei den anderen muss man mal gucken. Sletzio ist kurz davor stärker zu werden, der wurde erst stärker, der Jonsson. Und Berggren ist bei 0. Genau, dann würde ich glaube ich wirklich den guten schon Jonsson nehmen, weil er der schwächste auch ist von allen. 140.000 Gehalt. Genau, der ist schon auf der Transferliste, den kann man aber rausnehmen. Den Berggren, man kann mal Jonsson anbieten, wenn wir schon dabei sind, dann kann man vielleicht noch hier und da ein bisschen Kohle machen. Ansonsten hier auf den Positionen sind wir gut besetzt, im Sturm sind wir es eigentlich auch. Wir müssen sowieso erstmal warten, was unser Budget aussagt, weil da haben wir jetzt aktuell nicht ganz so viel Marketingverkauf. Achso, gut. Dann hier, da sind wir sehr, sehr gut dabei. Das heißt, nicht sehr, sehr gut dabei, aber auf jeden Fall besser als davor. Wir unter 60 hatten, jetzt sind wir bei 65. Machen wir wieder eine Werbekampagne. Das hat natürlich auch ein bisschen Kosten geschluckt, das ist ja auch klar. So, jetzt ein bisschen um die Fans kümmern. Gehört natürlich auch dazu. Unser Budget 86.000, aber nächste Saison sieht man 705.000, was ja auch super ist. Nur muss man natürlich erstmal warten, bis wir so weit kommen. So, Training und so weiter können wir jetzt natürlich richtig durchballern. Damit die auch gut, schon eine gute Basis haben für die nächste Saison. Machen wir erstmal hier das Teamverhalten und danach konzentrieren wir uns um das Verschiedene, aber versuchen natürlich auch alles vielleicht sogar jetzt auf 80 hochzubringen. Und natürlich können wir jetzt auch überall die Intensität komplett hochstellen, weil jetzt haben wir ja erstmal einige Wochen lang nichts zu tun. Und solange wir noch die Spieler hier bei uns haben, wollen wir natürlich versuchen, das auch gut zu nutzen. In 47 Tagen ist erst das offizielle Saisonende. Das ist ja schon noch ein bisschen bis dahin. Jetzt können wir den Spieler erstmal anbieten, den guten Herrn Jonsson, für sowas wieder in Deutschland. In der Regionalliga, vielleicht sogar beim Wuppertaler SV, wäre ganz cool. Keinerlei Verwendung, okay. Das sind andere Ansprüche. Nehmen wir mal so einen kleineren Verein. Fellbad sollte eigentlich funktionieren. Ja gut, die brauchen erstmal Geld, das ist ja klar. 400.000, komm schon. 300. Mhm. Biedenbrück. Ah, okay. Gut, da haben wir jetzt erstmal keine Chance. Vielleicht muss man auch ein bisschen warten. Pontus Jonsson mit 300.000 Euro ist ja jetzt auch nicht gerade billig. Beziehungsweise am Anfang sind es ja sogar 600.000. Wikström ist schon wieder verletzt. Das kennen wir ja schon. 21 Tage. Na, zum Glück nicht allzu lange. Und naja, es dauert ja doch, bis wir wieder spielen. Bis dahin kriegen wir das hin. Dann wollen wir ihn vielleicht nochmal anbieten und dann direkt zu einem anderen Verein gehen. Spiele anbieten. Da kann man ja, habe ich gemerkt, die Verhandlungsrunde ein bisschen größer machen, damit man auf jeden Fall das länger machen kann. Dass man mehr Verhandlungsrunden hat, eigentlich. Sind immer nur 5, okay. Ich dachte, es wären mehr. Gehen wir jetzt vielleicht direkt mal nach Schweden. Vielleicht findet sich dann dort jemand in der zweiten Liga. Und alle essen wieder Geld. Ja, wenn ich das hier so lese, denke ich wirklich, dass es besser ist, erstmal zu warten, bis die neue Saison
wieder da ist und die Vereine wieder Budgets haben. Und jetzt werden wir erstmal die Zeit nur nutzen, um die Spieler fitter zu trainieren. Bin auch gespannt, inwieweit jetzt bei dem Saisonabbruch, der nächste Verletzte, super, sich die, oh 49 Tage, geil, sich die im Stärken im Training, also die Werte, verändern. Alte Persson wird auch bald stärker, schön. Das sollte er auch locker schaffen. Stenmark, 14 Jahre jung. Wir können natürlich auch Spiele abwerben aus der Jugend, aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt sich lohnt. Wie sieht es überhaupt hier aktuell aus? Da haben wir ja noch ein paar U17 Spieler. Jugendspiele abwerben. Versuchen wir es mal. Machen wir was in der zweiten Liga. Ja, machen wir es mal bei dem Verein. Da muss man anscheinend immer einzeln das machen. 95 beides, sehr cool. Jetzt machen wir eine ganze Woche lang Angriff durch die Mitte und danach Angriff durch die Außen und dann bin ich mal gespannt, wie es dann aussehen wird. So, hier können wir jetzt Jugendspiele abwerben. Den hier oder vielleicht, ich würde glaube ich sogar eher den hier nehmen, weil er erst jünger ist. Okay, schade, ich dachte, das würde irgendwie ein bisschen einfacher gehen. Aber finde ich gut, dass man jetzt nicht einfach so mir nichts, den nichts da jemand kaufen kann. So, Gai kann jetzt in den Zweikampf, hat aber noch einige negative Sachen, die er wegmachen muss. Ich mache erstmal die Übersicht, dass er vielleicht die versucht auszumerzen. Immer erst das Negative wegmachen, dass man zumindest da jetzt nicht irgendwie besonders... Training war anstrengend. Ja, das ist normal, ne? Im Marketing. Ein paar Kosten sparen, okay. Anscheinend brauchen wir da nicht so viele Mitarbeiter. Schauen wir uns mal gerne an, ob das auch stimmt. Marketing ist doch hier, ne? So, Produktion. Wo kann ich denn hier überhaupt was ändern? Machen wir erstmal hier ein Update entwickeln. Die Vereins-App mal verbessern. Charity-Aktion immer gut. Ja doch, Qualität immer Premium. Aber ansonsten kann ich doch hier nicht wirklich viel machen, oder? Nee. Lassen wir erstmal so. Auch 95, das ist nicht irgendwie 95 das Maximum? Bin mal echt gespannt, ob die das dann wirklich nur ein bisschen mitnehmen oder komplett alles wieder auf 0 geht oder auf 50 oder so. Das wäre dann ein bisschen blöd. Malte PS dann 5,5. Sehr schön. Bei der Fähigkeit Robustheit. Ja, das ist schön gut, aber man sieht ja, der Balken hier ist länger als da. Das sollte dann trotzdem schneller erreichen. Würde ich mal behaupten. Vielleicht schauen wir jetzt auch mal kurz an bei Persson, wie es jetzt links aussieht. Redenstrand wird auch bald stärker. Okay, gut, dann ist da ja alles super. Vielleicht wollen wir auch noch einen besseren Keeper holen. Oder allgemein wird mal kurz die Startaufstellung uns anschauen. Wenn nicht alle verletzt sind, 5,9, natürlich, klar. Zetterström ist auch noch ein bisschen verletzt, aber auch Stamm. Hinten rechts haben wir 5,6. Sletzio wird ja auch bald besser. Das heißt, die schwächste Position wäre schon vorne im Sturm, okay. Und hinten im Tor. Hinter dem Tor haben wir auch zwei ganz gleich gute. Man könnte einen von den beiden abgeben. Dann würde ich vielleicht da mal jemanden schon mal scouten. Da haben wir ja schon einige hier. Aber andere Positionen. Keine Verträge, die auslaufen. Ah doch. Drei Spieler, dessen Verträge auslaufen. Das wäre eigentlich auch ganz schlau. Vielleicht hier zum Beispiel hier Luciano Paco zu holen. Und den Rechtsverteidiger. Dann könnte man mit den anderen verkaufen, ne? Wobei Henning Eng ist ja eigentlich ganz gut. Da wäre es schade. Aber zumindest ein Rechtsverteidiger. Ach, da haben wir auch einen guten mit Engström, ne? Ja, immer schwierig. Da macht es eher keinen Sinn. Wir wollen das schon auf unsere eigenen Spieler hier bauen. Schade, schade. Sonst hätte man wirklich da gute Geschäfte machen können. Und dann wollen wir uns jetzt erstmal hier um die neuen Positionen kümmern. Gehen wir erstmal ins Tor. Wir sagen als Position... Ja gut, muss nicht auf der Transferliste sein. So schwierig, da jemanden zu finden.
Was? Gehen wir mal auf 626.000. Puh. Da, dieses Niveau würde ich eigentlich gerne haben. Scouten wir die mal. Jetzt haben wir noch genug Zeit, um die zu scouten. Und dazu noch einen Stürmer. Ja, vielleicht hier auch ein paar Scouten. Eventuell wird da jemand von denen bald stärker. Nehmen wir mal die Jüngeren. Der hat 6,1. Allgemein, man die jungen Leute hier auch scouten, immer schön. Die jungen Talente. So, da sind ja erstmal genug, würde ich mal sagen. Ja. Da kann man auch noch ein paar mehr Scouts losschicken. Damit es schneller geht. Und dann geht es jetzt wieder ans Training. Angriff über die Außen. Dann hätten wir die vier Sachen hier direkt komplett voll. Und danach würde ich jetzt nicht wieder komplett hartes Training machen, weil das wäre dann natürlich schon sehr anstrengend. Dann würde ich mal so komplett einfach auf mittlerer Stufe die Intensität lassen. Ah, Nyako, sehr gut. Kreativität ist jetzt keine Schwäche mehr bei ihm. Perfekt. So, was wir denn hier? Antritt. Dann nehmen wir mal hier den Antritt jetzt, ne? Versuchen wir den noch besser zu machen. Bei unserem Kevin Appia Nyako. Henning Eng. Sehr gut. Trotzdem nur 4,1, hä? Aufbauspiel. Was davon ist am wichtigsten? Schusskraft 50. Dribbling 75. Dann nehmen wir mal Dribbling natürlich, ne? Ja, sehr schön gut. Die kriegen auch noch ein bisschen Stufenfortschritt. Auch wenn die jetzt nicht gewonnen haben, aber immerhin gibt es hier 10% oder 20%. Ist doch auch schön. Für die beiden, ne? Kleiner Bonus. Der auf jeden Fall nicht schaden kann. Ja, 10. Plus 10 für Engström. Brennan plus 6. Ja, stimmt, Kyle Brennan kann man ja eigentlich auch wirklich verkaufen, ne? Der hat ja gar kein Talent. Bei Elfmeter, wo ist ein Elfmeter? Ist das Elfmeter? Ja, nee, positionsunabhängig. Dann nehme ich mal lieber etwas, was wichtig ist wie ihn. Wie sieht es jetzt bei den Fans aus? Da können wir wieder irgendwo besser losschicken. 8, 9, ich hätte jetzt schon gern 100%, muss ich sagen. Ich gebe viel Geld dafür aus. Achso, wenn der Keeper kommt, der Stammkeeper, dann ist das nicht so schön, ne? Unglaublich. Oh, das ist geil, ne? Alle Neugeborenen kriegen IKB-Strampel. Ach, der Ort heißt Symbol Länge, okay. Anscheinend. Du den auch mal auf die Transferliste, also den Keil. Vielleicht kommt auch ein gutes Angebot einfach, ne? Mal rein. Verträge verlängern will ich noch nicht so wirklich, weil vielleicht kommt da auch was Besseres. Erstmal. So, ja gut, die vier Sachen sind jetzt super. Dann trainieren wir jetzt mal. Ja, vielleicht wirklich mal die Ecken, oder? Trainieren wir mal die Ecken. Was kann man denn hier trainieren bei Ecken? Ecken, Rückraum, Strafraum, kurz. Dann mache ich das, glaube ich, wirklich mal. Alles trainieren wir genau viermal. Und das letzte machen wir mal Freistöße, weil das auch noch halbwegs mit. Oder das machen wir dann jetzt sechsmal. Aber mit normaler Intensität, damit das Spiel auch ein bisschen sich erholen können oder wie gesagt nicht ganz so brutal trainieren müssen. Bernardini nur 5 Tage verletzt, das ist auch nicht so schlimm. Na, Henrik, komm schon, komm schon. Ja, die 8 Punkte kriegst du doch bald hin hier. Was ist los? Mach doch mal langsam.
Ja, immer noch kein Transferbudget für die nächste Saison. Da müssen wir wirklich wohl warten bis zum bitteren Ende, muss man sagen. Ach, Budget. Ach, ich hätte jetzt 100%. Nochmal Spieler schicken, diesmal Nyako. Nochmal Fanclub besuchen, immer schön einschleimen, ne? Ganz wichtig. Wie sieht es beim Scouting aus? Da will ich natürlich vor allem auch die Talentstufen wissen. Ja, sehr gut. Alles war auf Null. Das sieht ja schon mal besser aus. Dann machen wir das nochmal eine Woche. Damit wir auch ein bisschen mehr Tore jetzt durch Standardsituationen endlich mal machen. Denn die sind auch nicht gerade unwichtig. Ich finde es aber komisch, dass unsere Mannschaft komplett durchtrainiert, obwohl die Saison vorbei ist. Also, dass sie jetzt nicht automatisch irgendwie in Urlaub gehen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt selbst machen müsste. Keine Ahnung, aber bei mir trainieren die durch. Gibt keinen Tag Urlaub für die nie. Da, wo andere Urlaub machen, da wirklich Pause, rasten meine Spiele aus. Ja, einer, bald gibt es ja auch ein neues Training. Keine Sorge. Das ist halt jetzt schon die Phase, wo man die Weichen stellt. Oder am Strand liegt. Aber dann macht man das erst. Ja, sehr schön. 5,7. Das ist schmackhaft. Das tut gut. Der nächste 5 war in unserer Startaufstellung 5,6. Irgendwo hat er jetzt 5,7. Sehr schön. Und die beiden sind nicht so lange verletzt. Hier noch 2 Tage Außenbandriss. Hellberg noch 24 Tage. Ein kleiner Jochbeinbruch. Kann man schnell wieder so richten, dann geht's wieder. Ja, wir könnten schon an der 60 kratzen, würde ich sagen. Wenn wir noch einen neuen Stürmer kaufen, könnte das schon sehr, sehr gut sein. Mit dir können wir eh gerade gar nichts machen. Infrastruktur sowieso nicht. Macht wenig Sinn. Stadion ausbauen. Geht sowieso nicht. Schadentour kann man auch mal gerne machen. Klar. Wie? Stadion ist zu klein. Nö, nö, nö. Kriegen wir schon hin. Was ist eigentlich das hier genau? Laufbahn? Nee. Clubgelände, Anreise zum Stadion. Gut, da haben wir eh kein Geld. Klimaneutralität haben wir ja, glaube ich, schon gemacht hier, ne? Ein Zertifikat kaufen, immer gut. Je höher anscheinend, desto besser auch. Vielleicht kommen da mehr Zuschauer. Ja, das ist schon sehr schön. Angriff war die Außen, ging mir zu sehr runter. Dann machen wir das mal an 2 Tagen. Und dann nehmen wir ein bisschen mehr Strafraum. Und mehr Rückraum. Kurz machen wir nur an einem Tag. Es ist halt nicht so einfach, alles hoch zu pushen, ne? Aber man kann es ja zumindest versuchen. So sehr es geht. Und jetzt haben die Spieler auch ein bisschen mehr Abwechslung. Müssen nicht rummeckern, dass die jetzt nichts anderes machen. Als immer dasselbe Eckentraining. Jetzt gibt es immer wieder das immer wieder identische Eckentraining. Jetzt können die wieder rummeckern und rumkotzen. Weil die keinen Bock drauf haben. Der 24. Juni. Ich glaube, jetzt gleich haben wir dann wirklich das geschafft, ne? Die Saison. Dann können wir dann auch besser planen. Der ist wirklich komplett platt, ne? War hier immer schon Kapitänzeichen? Ich bin wahrscheinlich nie aufgefallen, ne? Hast immer noch schlechte Laune? Ja, ist klar. Natürlich hast du noch immer schlechte Laune. So, Freund, das Spiel noch nicht unbedingt. Wie sieht es jetzt aus? Sehr gut, sehr gut. Trainieren wir vielleicht mal was Spezielleres wieder hier. Ne? Pressing, Gegenpressing, Distanzschüsse würde ich mal sagen. Machen wir die ganze Woche. Ich will ein bisschen härteres Training, aber muss sein. Ah, das Clubgelände wurde ausgebaut. Das heißt, wir müssen jetzt sogar 40 Plätze haben. Immer noch zu wenig. Ja, 40, 46 von 40. Ah, jetzt wurden wirklich ein paar Mitarbeiter wohl entlassen. Denken wir an der Marketingabteilung. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Jetzt haben wir nur noch 6 Mitarbeiter. Zu viel.
Aber sollten wir irgendwann wieder Geld haben, nach Abzug der Transfers, können wir dann gerne auch mal die nächste Stufe ausbauen. Ne? So, jetzt haben wir endlich mal Saisonende. Einige Anmerkungen noch. Sie kriegen 10 Punkte. Ja, schön. Wir kriegen 1,4 Millionen Fernseher. Gelder, so ein paar Nullen dahinter wäre schöner. Selber wird dann hier so Meister City, Tottenham, Pokalsieger. Stuani, Torschützenkönig, Vorland, okay, Leipzig. Ja, mehr oder weniger realistisch, muss man sagen. Ist ganz okay. Der beliebteste Spieler der Saison. Ist Zetterström, sehr gut. Obwohl der nie Bock hat, wenn man sie zufrieden hat, ist sehr weit unten. Aber er ist beliebt bei den Fans. Das ist doch schön. 11 des Jahres, das ist wahrscheinlich keiner von uns dabei. Nee, so ist es auch. Der beste Torhüter der Saison. Courtois. Gut, keiner von uns, bester Stürmer und so weiter, das interessiert uns nicht. Aber 13,9 und den würde ich schon gerne auch mal bei uns haben, muss ich sagen. Den hätte ich auch schon mal gerne bei uns. Rookie des Jahres. Ach, scheiße, ich wollte mir das angucken. Größte Gewinner Social Media. Okay. Alles klar. Vladan Horror. Achso, okay. 17 Jahre jung. Ui. Ui. Button Talent. Noah David scheint sehr beliebt zu sein aktuell. Ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, wow, super wichtig. Social Media Superstars. Ob wir da mal irgendeinen Spieler von uns haben werden? Wer weiß, ne? Die 5-Jahres-Wertung kann man sich dann auch mal schön angucken. Finde ich cool. Schöne Bilder auch. Sehr schön. Ich wollte sagen, Wetten rum. Ja. Saisonrückblick starten, okay. Na, jetzt kann man diese ganzen Transfers uns angucken. Ja gut, das ist jetzt... Sind die jetzt nicht so wichtig? Oh, plus 21? Krass. Wie das denn? Hat er so Bock bei uns zu bleiben? Vielleicht werden wir ihn doch nicht verkaufen. Neuer Rekord, 8,9 Millionen Euro Vereinsumsatz. Ach, finde ich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen, als schwedischer Zweitligist. Kann man mitleben. Bin jetzt aber wirklich sehr gespannt, ob das mit dem Transferbudget auch in etwa so sein wird, wie es da stand. Also ich glaube 750.000 oder so. Fände ich jetzt nicht super viel, aber könnte man auf jeden Fall mitarbeiten. Liga und Pokal, das ist klar. Vorbereitung für die neue Saison. Saisonbonus, schön neue Aktionspunkte. Besonderer Saisonbonus. Und warum ist der besonders? Oh, ich würde schon sagen, Platz 7, ja. Ja, noch ein bisschen erhöht. Trikot bleibt so. Ich setze auf die Jugend. Wir rotieren viel. Das ist okay. Und nur Spieler, die uns wirklich weiterbringen. Die Rücknummern lasse ich auch alle so. Aber Bernardini soll schon die 1 behalten. Oh, nein, nee, kommt vielleicht auch. Nur die 13 finde ich ein bisschen unsinnig. Rücknummer, muss ich sagen, interessiert mich nie so wirklich. So, 727.000 Euro. Das ist doch mal sehr, sehr gut. Was wir zuerst machen, den Spieler verkaufen. Und zwar, wer war das nochmal hier? Jonsson. Anbieten. Eintrittspreise festlegen und so weiter kann man ja gleich machen. So, unser Kontostand ist leider nicht ganz so hoch, aber Teamwert ist gestiegen. Das ist doch immer sehr gut. Haben wir da neue Spieler irgendwie? Ne, auch keine 16, keinen 16-Jährigen, aber 12-Jährige. Ausbau Jugendinternat. Wenn Geld vorhanden ist. Sichtungstag auch immer sehr wichtig.
Ich will jetzt aber hier nicht wirklich zu viel Geld ausgeben, bin ich ganz ehrlich. Wie sieht's hier aus? Ja, wir spielen halt immer noch ohne Außenstürmer, ne? Das ist halt die Sache. Das ist halt die Sache. Unser Scouting ist wie weit vorangekommen? Puh, das ist ja noch ein bisschen, ne? Ach, die sind vereinslos jetzt sogar alle. Krass. Okay, nach dem ersten Jahr kann man ja wirklich gut hier absahen, muss man sagen, ne? Ich finde es aber blöd, dass man den nicht scouten kann, weil der vereinslos ist. Weil eigentlich Scouts sollten ja auch Daten analysieren können, ne? Hans-Christian Bernhard. 6,9. Da kann man eigentlich richtig gut jetzt verhandeln, ne? 5,6. Dort auch auf 5,4. Einfach mal machen, oder? Probieren wir es mal jetzt. So. Eine Woche, wo viel los sein wird, auf jeden Fall. Rückraum, Strafraum wird jetzt trainiert wieder. Und etwas Freistöße. Machen wir mal so eine wirklich Standardwoche, würde ich sagen. So, Eintrittspreise machen wir mal. Ja, lassen wir so, wie sie sind. Man sieht, dass sie direkt meckern. Lassen wir mal. Jonsson, vielleicht haben wir jetzt ein paar Vereine Geld. Wuppertal, habt ihr vielleicht jetzt Bock auf ihn? Immer noch keine Ansprüche für ihn, okay. Philanthrop Bammenohl. Und sehr gut. Oh, sogar bei der Summe bin ich sogar verhandelt. 600.000, 580. Ja, 560.000 Euro finde ich super. Das gibt auf jeden Fall gut Kohle. Ja, Internat wäre schon ganz gut. Ne? Zwei können wir maximal machen und die wollen wir auch auf jeden Fall. Dem sind nur 60.000 Euro Bezugskosten. Es geht hier um Jugendinternaten. Den könnten wir eigentlich so einfach kaufen. Ja, krass. So ein langer Vertrag. Hier ein bisschen runtergehen. Ausschließklausel gibt es nicht. Ja, super. Wir haben jetzt einen richtig guten Keeper mit 6,9. Und können ja vor allen Dingen einen abgeben, ne? Pokalauslosung. Gehen wir mal direkt durch. Wo sind wir? Hallo? Gut, haben wir jetzt nichts gefunden. Wird nichts angezeigt, ist doch blöd. Warum kann ich eigentlich jetzt die Rückennummern nicht ändern? Von den anderen. Okay, wir müssen jetzt richtig mal zuschlagen. 6,9, 2 Sterne. Okay, wenig Gehalt. Muss ich jetzt erstmal so sagen. Fühlt sich ein bisschen schlecht gebalanced an. Aber nehme ich erstmal jetzt für diesen Moment sehr gerne. Aber wenn wir den erstmal auch noch hier anbieten, dann kann man ja richtig hier erstmal den ganzen Kader ändern. So ein richtig starker Keeper mit 6,9. Klar, keine Fitness, macht nichts. Muss man erstmal aufbauen. Aber erstmal auf jeder Position einkaufen, würde ich sagen. Auch bei den Stürmern, da sind wir auch mit zwei in Verhandlungen, ne? Gehen wir mal ein bisschen höher hier, kommt. Nur Spieler ohne Vertrag. Ja, kommt, kommt. Machen wir das sehr geil. 6,6, 6,4, der ist 20 Jahre jung, das ist auch krass. Machen wir mal mit beiden. Und dann Innenverteidiger, damit wir auf jeden Fall gleich Zitterstrom abgeben können. Nathan Ferguson, zack. Bilova, Christian, Marinov geht aber weg. Tun wir den mal dahin. Ja, kommt schon. Das wird cool. Da freue ich mich drauf. Sichtungstag. 17 Jahre. 17 Jahre, nehmen wir mal den. Gut. Nichts Besonderes, aber haben wir mal genommen. Ob das auch mit den anderen Spielern so einfach klappen wird? Die wollen ja kaum. Ja gut, die wollen schon, was klar, aber... Wenn man bedenkt, dass wir die anderen verkaufen werden. Ne? Hallo, warum kann ich nicht so hoch? Ach, ich habe keine Verhandlungsrunde mehr. Ja gut, das war jetzt ein bisschen schlecht von mir gemacht.
Warum will Bernardini die Position haben? Gut. Ein bisschen mehr Gehalt sollen wir kriegen. Sind auch Peanuts. Ja, auch Peanuts können sich hochstapeln, aber geht schon. Machen wir mal einen Rabatt von 22%. Ja, ein bisschen teurer geworden. Das Wichtigste sind für mich natürlich die Trainingsbedingungen. 4 Sterne. 4, dafür ist der Luxus auch besser. Haben wir Grassau. 10 Tage. Jungspieler mitnehmen. Hat sogar 1 Stern, Talent. Ist so gut. Hier direkt. Und wir lassen uns hier nicht lumpen mit dem Training. Bernardini wollen wir jetzt verkaufen. Versuchen wir es wieder beim WSV. Ah, okay. Sehr gut. Bernardini zum WSV kommt schon. Haha. Dankeschön, Herr Borkowski. Auf nach Wuppertal. Jetzt haben wir noch mehr Geld, die wir hoffentlich auch hier investieren können. Ja, teuer, aber bei so einem guten Spieler. Leute, kommt schon. Bisschen mehr. Ach. Ich muss mich da ein bisschen rantasten, muss ich sagen, immer bei den höheren Summen. Das sollte doch funktionieren, oder? Das nehmen wir sehr gerne. 6,6, 22 Jahre jung. Nathan Ferguson. Kostet ja richtig wenig. Ausstiegsklausel? Bitte nicht. Dafür lasse ich hier alles Grundgehalt und so fast gleich. Okay. Wobei die Klausel war bei 2,9 Millionen, ne? Hätten wir nehmen können. 2 Sterne Talent, perfekt. Auch Rücknummer 13, dann können wir jetzt auch einen Stürmer verkaufen. Am besten nach Wuppertal. Wo sonst? Karlberg ist nicht begeistert. So ist das manchmal. So, wen von denen geben wir denn ab? Ne, Escobar auf jeden Fall nicht. Und er hat einen hohen Marktwert, auch super. Der wird bald besser. Jakob wurde erst vor kurzem besser. Dann versuchen wir mal, ihn zu verkaufen. So. Unseren Keeper haben wir abgegeben. Jakob hat ja auch einen hohen Marktwert. Ja, ich will wirklich einen neuen Innenverteidiger, damit ich Zetterström abgeben kann. Der ist auch, gehört auch schon zu den älteren Spielern. Machen wir wirklich mal nach Alter. Ich würde mal sagen Innenverteidiger und dann nach Rechtsverteidiger, wenn es klappt. Wenn dann noch genug Budget da sein wird. Aber sollte eigentlich, wenn wir die Spieler verkaufen. Ich mache sogar ein bisschen Risiko und biete ihn direkt an. Das gleiche gilt auch für Tamimi. Weil du hast 2 Sterne, du hast gar kein Sterntalent, ne? Egal. So, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger. Die sind eigentlich alle zu schwach, ne, muss man sagen. Und haben Verein. Das ist das Problem von denen. Mit denen haben wir noch nicht verhandelt. Mit für mehr haben wir erstmal keine Zeit. Müssen wir erstmal warten, bis die neue Woche dann geladen ist. Ne? So, aber mal zum WSV. Ja, okay, es fehlt nicht viel. Na, komm schon. 500.000. Hä? Wir hätten die gerade ein bisschen deutlicher sagen können, ne? Sehr gut. Eine 500.000 vielleicht. 480. Kommt schön noch zu uns. Zetterström erneut wieder versuchen. Na ja gut, die haben halt kein Geld, ne? Ich habe halt schon jemand an den verkauft. Machen wir mal an Bocholt.
kommt schon. Ja gut, 320.000, dafür ist er jetzt endlich weg. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr auf den, der ist die ganze Zeit schlecht gelaunt. Tamimi. Und ich verkaufe die halt alle ins Ausland, damit die nicht bei uns sind. Cottbus. Ja, die haben nicht viel Budget, okay. Versuchen wir es mal wieder mit Lübeck. Fortuna Köln. Ja, ein bisschen runter, dann geht schon. Ja gut, dann erstmal nicht. Und okay. Ja, nehmen wir. Sehr gut, jetzt haben wir Innenverteidiger. Direkt Nachfolger für Zellerström. Redenstand. Laufende Verhandlungen. Müsste ich mal überlegen, ob sie ihn auch verkaufen würden, weil der wird ja, wie ihr seht, sofort bald stärker. Und zwar genau jetzt, 6,2 schon. Almqvist, 19 Jahre jung, aus der zweiten Mannschaft, ah, okay. Da haben wir auch noch Spieler, die wir eigentlich abgeben könnten. Du bist Innenverteidiger, dann passt eine Nummer 2 eigentlich ganz gut. Auch 2-Sterne-Talent. Also bislang nur gute Griffe gemacht, ne? Wo man natürlich noch Fitness aufbauen muss. Und wir das noch werden, beziehungsweise genug Zeit haben, ne? Rodin auch schlecht gelaunt. So, Torwart, Innenverteidiger, Sturm. Du brauchst noch 3 Tage, okay. Im rechten Mittelfeld sind wir am schwächsten, aber Arvidsson, wie sieht's bei dir aus? 195. Ja, dann nehmen wir einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Scheiß erstmal hier auf 29-Jährigen, den wir austauschen wollen. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, nehmen wir einen rechten Mittelfeldspieler. Haben immer noch 1,2 Millionen, sogar mehr Kohle. Okay. Hier gibt es gerade keinen ohne Vertrag. Schade. Sind gerade so viele gewechselt. Ist egal. Okay, es sind nur noch die. Krass. Nur noch 11 Spieler ohne Vertrag. Eigentlich muss ich mir das direkt mal hier die Spiele aneignen, ne? Falls die überhaupt noch Bock haben. Nee. Nee. Ja, ZMs. Noah Di Liberto. Machen wir mal Aktionspunkt, komm. Versuchen wir es mal. Ich könnte natürlich noch ein bisschen das Alter erhöhen. Ist da was auf einer Position? Nee, ne? Serge Jao. Machen wir auch einen Aktionspunkt. Aber erstmal hier, damit wir noch genug Zeit haben, unser Budget noch weiter zu erhöhen. Indem wir noch Innenverteidiger verkaufen. Und zwar Rödin, weil der auch unzufrieden ist. Ja. Eingespielt hat, muss natürlich noch höher, aber das kriegen wir doch auch noch hin. Hier sieht man 100%, das ist auch gut eingespielt. Ist aber gesunken. Ja gut, neue Spieler, da sinkt es natürlich auch. Finde ich aber gut, dass das ein bisschen realistischer gehalten wird. Ne? Dann wollen wir das doch direkt mal wieder trainieren. Hier die Angriffe über die Außen. 4 Tage lang und Überzahl, Unterzahl und so weiter und so fort. Den Rest kennt ihr ja. Werde ich euch jetzt nur mal kurz am Anfang erzählen, wisst ihr. Und zwischendurch mal rausschneiden. Robustheit, da wollen wir mal die Schusstechnik mal komplett ausmerzen. Ja, Rödin anbieten. Will die Regionalliga West, nehmen wir mal diesmal Rot-Weiß Aalen. Oh, sehr gut. 750.000. 700.000, sehr gut. Am Budget sollte es jetzt eigentlich nicht mangeln. Neuer Rekordtransfer. Sehr gut.
Abteilungsleiter. Mal ein bisschen runter. Ein bisschen sparen hier noch. Vom Budget. Noch 2 Millionen Restbudget. Ja, sollte klappen. Der will auch keine Klausel. Machen wir. 1,3 Millionen noch. Können wir eigentlich sogar noch die Liberto kaufen? Der will eine Klausel. 4 Millionen. Ja, das ist noch okay, oder? Das ist wirklich okay. Nehmen wir. Jetzt haben wir zwei richtig starke Spieler, Leute. Die Liberto kriegt die 12. Ach, eine andere habe ich gar nicht gemacht. Gut, auch sehr schlau. So, zack. Die Liberto für Sletzio. 66 haben wir jetzt. Okay, 4 Innenverteidiger, 2 richtig krasse, 2 ordentliche. Also der hat auch 2 Sterne, die Liberto hat sogar 3 Sterne. 2,4 Millionen. Zufriedenheit nicht vorhanden. Schön, du kommst neu dazu, hast schon keinen Bock mehr. Aber dafür haben wir jetzt ein ZM zu viel und ich würde dann einen Berggren verkaufen. Genau, wir haben das nächste Spiel erst in 31 Tagen, also das erste Spiel. Jetzt kann man auch langsam anfangen mit Testspielen etc. Aber erstmal versuchen wir mal hier Berggren zu verkaufen an den SV Rödinghausen. Das war eigentlich ganz gut, das Angebot. Kein Problem. Bieten wir ihn nochmal an. Und was wir auch machen werden nach dieser Woche, ist jetzt auch genauer gucken, ob wir... Moment. Malte Persson, nein. Tamimi möchte ich jetzt auch nicht. Was ich auch machen werde, ist, die Spieler jetzt vor allem in Sachen Fitness mal genau unter die Lupe zu nehmen. Na, wo ist er denn? Berggren nochmal anbieten. Hellberg braucht immer noch einen Tag, aber wenn er wieder da ist, dann sind wir so bei 67, 68 plus gute Eingespieltheit, allgemein gute Trainingswerte. Das ist schon krass. Weil unser Zentrum ist richtig stark geworden, ne? Hab auch noch ein bisschen drauf geachtet. Innenverteidiger, zwei starke Innenverteidiger, neuer Keeper, neuer Stürmer. ZM neue TD ist sowieso ganz gut. Hoffen wir mal, dass das auch Früchte tragen wird. So, Berggren. Dritte Liga. Nehmen wir mal so einen Abstiegskandidaten Bayreuth. Wie schwach sind die denn? Ich bin auch sofort wieder absteigen eigentlich. Ne? Sehr gut. Weil ein Drittligist hat wahrscheinlich auch mehr Geld. Und den können wir auch wirklich gebrauchen, den Berggren. So. Wir haben immer weniger Schweden im Team, kann das sein? Eine Sache wollte ich noch machen. Eng hat sich verletzt. Komm, nicht zu lang, bitte. Wie ein Jochbeinbruch? Was ist das? Es geht hier ein bisschen rum, die Jochbeinbrüche. Einer ist verheilt, der andere wiedergekommen. Lindberg. Unsere Transferliste. Ach, das ist der. Der 23-Jährige. Ja, gerne. So, ich wollte den hier... Vertragsgespräch machen, genau, für die zweite Mannschaft. Und gucken, hier haben wir hier einen rechten Mittelfeldspieler, nee, ne? Ja, da müssen wir halt auf Eng ein bisschen warten. Über 10 Punkte stärker sind. Müssen wir eigentlich das beste Team der Liga sein, ne? Aktuell. So, Lindberg wollen wir mal 110.000. Ja, sehr gut. Das ist ja unser alter Spieler aus der zweiten Mannschaft, den wir abgeben wollten. Hat gepasst. Du, zweite Mannschaft. Okay, du willst auf jeden Fall diese Summe, kriegst du.
Ich sollte mal hier ein paar Spieler runternehmen von der Transferliste. Bisschen nervig. Ja, du wirst auch bald so ein Sechser-Spieler sein und du auch. So, erstmal runter. Und du auch, auf jeden Fall. Dann machen wir jetzt nichts. Immer noch ein kleiner Kader, aber immerhin. Klein, aber fein. Wollen wir uns mal das Training ansehen. Jemanden abwerben, genau. Nehmen wir mal hier aus Helsingborg. Vielleicht können wir da noch was finden. Ne? Aber das machen wir dann in der nächsten Folge übermorgen, wo wir dann vielleicht auch schon ein erstes Spiel machen gegen Musikdienst oder noch ein paar Testspiele oder allgemein jetzt uns mehr um die Fitness unserer neuen Spieler kümmern. Bin auf jeden Fall gespannt, wie die Saison auch starten wird mit der aktuellen Stärke, ob wir uns erstmal noch schwer tun werden, natürlich vielleicht am Anfang, weil wir die Fitness schon nicht so hoch kriegen. Schauen wir mal. Also, noch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, tschüss. Euer Dento.